Sonatas Gaming Edge heißt euch herzlich willkommen zum bereits fünften Part des gruseligen Abenteuers von Let's Play Haunting Ground. Wir haben uns letztes Mal einen Weg gebahnt, um uns den lieben, netten, kleinen, vierbeinigen Hund zur Seite zu holen, denn er war nicht dazu in der Lage, eine Leiter runterzuklettern. Sehr bedauernswert. Doch über Umwege haben wir es geschafft, ihn uns wieder näher zu bringen, um nun tiefer ins Schloss Belly vorzudringen und den düsteren Geheimnissen auf den Grund zu gehen. Gut, es ist ganz schön anstrengend, auf Dauer so zu reden. Ja. Das muss aber auch mal sein. Hihi. So, wo ist denn unser Freund? Come on. Come on. Hundi? Hundi, wo bist du? Da bist du doch. Yui. Hallo. Hörst du? Come on. Ja, er hört ausnahmsweise mal. Let's go. Let's go. Komm mit. Ich brauch dich hier. Jetzt dürfen wir es sogar live erleben, was passiert, wenn er den Schalter betätigt. Wenn ich den Schalter betätige. Habe ich ja auch schon im letzten Part angeguckt. Ich könnte schwören, ich habe gerade etwas gehört. Jetzt brauche ich den Hund. Come on. Komm her. Come on. Huey. Come on. Chewy. Muss man an Chewbacca denken. Come on. Der Hund geht mir gerade wieder mal. Oh Gott. Wo ist denn der? Hä? Der war drin? Yui. Komm jetzt! Yui. Yui. Boah. Ich wünschte, es würde einen Cheat geben. So, setz dich dahin. Jetzt darf ich hier eben durchspazieren. So. Geschafft. Die Tür ist verschlossen und will sich nicht öffnen. Wie kriege ich dich jetzt auf? Das ist jetzt ganz schlecht. Das ist jetzt ganz schlecht. Wir sind am Arsch. Wir sind total am Arsch. Wir kommen hier nicht mehr weg. Dieser blöde Hund. Naja gut, ich wollte euch sowieso zeigen, was passiert, wenn ich hier drüber laufe, ohne dass ich halt den Schalter da betätige und wir hier durchhuschen können. Und jetzt haben wir sowieso keine andere Wahl, als das so auszuprobieren. Finde ich persönlich sehr cool gemacht. Beim ersten Mal habe ich mich richtig erschrocken, als das passiert ist. Acta est fabula. Was auch immer das heißt, ich hatte nie Latein. Ja, nun, da wir jetzt zum Anfang des Parts Game Over gegangen sind, kann ich das noch verkraften. Das wusste ich allerdings auch nicht mehr, dass ich einen Schlüssel benötige. So, schnell laden. Schnell weitermachen. Damit wir vorankommen. Gut. Yui. Hundi, komm. Die Frage ist, wo gehen wir jetzt hin? Also ich habe da natürlich schon eine Idee, beziehungsweise Vermutung. Hundertprozentig sicher bin ich mir dennoch nicht. Come on. Warte mal, hier sind... Oh! Wieso ist denn jetzt so ein Vieh hier? Come on.
Ich will auf den Hund jetzt gar nicht mehr großartig achten. Das geht mir nämlich tierisch auf den Keks. Kletter da mal bitte hoch. Es ist so still. Ich hoffe nicht, dass das bedeutet, dass uns Dicky bald wieder verfolgt. Ah, jetzt setzt langsam die Musik wieder ein. So. So, hier noch durch. Und dann hinten zur Schreibmaschine. Allerdings muss ich gestehen, ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich das jetzt hier richtig mache. Was zur Hölle ist denn jetzt gewesen? So, keine Ahnung, ob das überhaupt was bringt. Hoppala. Aber ich denke mal, das ergibt Sinn, oder nicht? Ach, die Tür ist zugeknallt. Boah. Da hatte ich jetzt kurz Gänsehaut. Ich hatte Angst, dass der Typ jetzt davor steht. So, wo war denn der Raum? Der war doch noch ein Stückchen entfernt, ne? Also ich rede von diesem einen Raum, der auch eine verschlossene Tür hatte, wo ein Schlitz war, wo man... Jetzt ist der Hund echt den ganzen Weg gekommen und ich kletter wieder hier runter. Manchmal ist es sogar ganz gut, wenn der Hund nicht bei einem ist, einfach aufgrund dessen, dass er ja trotzdem auf den Gegner treffen kann und uns dann quasi auch eine Vorwarnung geben kann, wo der Gegner sich gerade in etwa aufhält. Schlecht ist es jetzt natürlich, wenn er nicht bei uns ist, wenn der Gegner halt uns jetzt hier erwischt. Aber das kann ich so oder so... Okay. So viel dazu. Ich kann es jetzt sowieso nicht beeinflussen und ich habe Angst. An ihr können wir leider immer noch nicht vorbei. War das hier? War es nicht. Ey, ich habe gerade irgendwie keinerlei Erinnerung mehr daran, wo dieser Raum war. Jetzt sind wir nämlich wieder am Anfang. Und hier wollte ich eigentlich nicht hin. Das passiert, wenn man sich verläuft. Dabei kommen noch einige weitere Räumlichkeiten auf uns zu. So viel kann ich verraten. Hier war doch nur die Karte, ne? Genau. Hier war der Raum. Genau. Mhm. Probieren wir es aus. Tada! Es hat funktioniert. Oh, ein Badezimmer. Ob das Wasser wohl trinkbar ist? So, das ist quasi unsere... Okay, warum erzähle ich's? Erholungspunkte. Suche einen Erholungspunkt, damit sich Fiona von ihrer Panik erholen und ihre Lebenskraft vollständig wiedererlangen kann. Beachte jedoch bitte, dass Erholungspunkte nicht benutzt werden können, während man vom Feind verfolgt wird. Das wäre auch sehr skurril, wenn mich der Dicke verfolgt und ich deine Ruhe mal Wasser trinke oder mir ins Gesicht klatsche. Ach du, auch hier? Gut. Die Toiletten im Schloss sind für den allgemeinen Gebrauch? Dann versuche ich es wohl eine Weile zu halten. Ja. Warum auch nicht? Ach du Scheiße. Die Tür ist verschlossen. Die nicht. Da ist aber auch nichts drin. Nein!
Du sollst dich da jetzt nicht einschließen, Fiona. Vor allem, das sind ja gar keine... richtigen Klokabinen. Sondern die Klos stehen da gar nicht. Ne, nun, jetzt haben wir den Raum geöffnet und... Sonst ist hier nichts. Ah, ach so. Kamille. Mhm. Das bringt uns jetzt nicht so viel. Hier können wir uns offensichtlich verstecken. Aber auch das wollen wir jetzt gerade eigentlich nicht. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendeinen Weg vergessen habe. Weil... Mir persönlich fällt jetzt auch nichts ein, was uns noch fehlt. Ach, doch, klar. Also, eine Sache weiß ich. Yui. Boah, erschreckt mich doch nicht so. Yui. Komm. Yui. Hundi. Komm. Come on. Danke. Komm mit mir. Wir gehen hier lang. Nein, Quatsch. Doch nicht hier. Wir gehen... Yui. Yui. Ich hoffe einfach, er kommt. Come on. Er kommt oder er kommt nicht. Yui. Come on. Come on. Come on. Der riecht was. Come on. Come on. Der hört gar nicht auf mich. Irgendwo hier ist der Dicke. Go. Dann greif doch mal an. Lag wahrscheinlich doch nur an der Maid. Yui. 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 Wir durchlaufen ja mehr oder minder gerade das ganze Gebäude, aber auf den Dicken sind wir jetzt gar nicht mehr getroffen. Yui. Komm! Der geht mir so auf den Sack, ne? Und zwar... können wir hier unten noch was erledigen. Ob uns das jetzt im Spiel weiterbringt, kann ich gerade nicht mehr sagen. Aber was haben wir noch zu verlieren? Nix. Wo ist er denn? Yui. Dieser Scheißhund, ne? Come on. Zu nichts zu gebrauchen. Der schlendert irgendwo rum, wo ich ihn überhaupt nicht brauche. Come on. Ey. No. Come on. Der, guck dir das an. Was soll ich tun? Hör auf mich. Come on. Boah. Der treibt mich gerade wirklich bis an meine Grenzen. Yui. Wie, jetzt bist du 3 Meter mit mir gelaufen und jetzt hörst du wieder auf? Go, Yui. Geh mal da rein. Du sollst da reingehen, du Vollidiot. Go, Yui. Dankeschön. Ah. End.
Endlich war mal was zu was gut. So, was finden wir hier drin? Irgendwas Nützliches? Ups. Na klasse, was zu fressen für jenen Hund. Darauf habe ich jetzt noch gewartet, ey. Ist hier noch irgendwas? Das war alles? Nee, hier ist noch mehr. Ein Ball. Super. Der hat bestimmt Bock zu kämpfen, zu spielen. Ich trete ein bisschen die Puppen. Nimm das, du Schweinebacke. Bam, direkt in die Eier. Auch wenn sie nicht mal zwei Beine haben. So. Ja, hat sich ja gelohnt, hier reinzulaufen. Huey. Ach. Huey. Der Hund hört doch eh nicht auf mich. Come on. Huey. Come on. Come on. Ich bin eigentlich nur damit beschäftigt, den auszuschimpfen, kann das sein? Come on. Ich kann verraten, dass ich in dem Spiel schon mal ausgetestet habe, wie sehr ich den Hund die Scheiße behandeln darf. Damit er mich hasst. Und das ist dann nicht so schön. Für uns. Aber gut. Vielleicht probieren wir das irgendwann mal, wenn ich langweile. So, kann er hier auch rein? Go, Huey. Das weiß ich nämlich nicht. Go, Huey. Go, Huey. Ich bin beeindruckt, wie viel wir in diesem Part bisher erreicht haben. Huey. Nämlich nichts. Come on. Er kommt auch nicht. Come on. Ups. Komm, ich gebe dem jetzt mal hier so einen scheiß Dörrhuhn. Aber das ist eigentlich nur für die Lebenskraft. Ach, ist mir jetzt scheißegal, ehrlich. Das sieht jetzt sehr toll aus von der Animation her. Huey. Sind wir doch mal nett zu dem Hund, ausnahmsweise. Vielleicht hilft uns das ja mal weiter. Huey. Hier ist allerdings leider gar nichts mehr. Nee. Huey. Ja, tut mir leid, Leute. Ich würde auch gerne mehr erreichen in diesem Part. Aber ich bin gerade ein bisschen überfragt. Ich habe noch eine Idee. Also ich kenne das Spiel zwar verhältnismäßig gut, aber an jeden Fitzel kann ich mich leider auch nicht erinnern. Schön wär's. Komm mit, Kollege. Immerhin folgt er mir gerade. Das ist schon mehr wert, als ich für möglich hielt. Und zwar ist ja unser Problem, ich brauche wahrscheinlich hier dieses Ding. Go! Go! Aber er macht nichts, ne? Come on. Wo ist er denn? Ist er denn da? Nö. Huey. Huey. Wo ist der Hund? Ist er einfach wieder abgehauen? Ich weiß es nicht. Das macht mich wahnsinnig. Was machst du hier oben? Huey. Come on. Alter Schwede, echt? Also. Nee. Einfach nee.
Huey. Komm mit. Come on. Hund, komm. Go. Go. Er macht hier nichts, ne? Außer sie anknurren. Go. Go. Mm-mm. Go. Nee. Wie gesagt, ich hatte die Hoffnung, dass er vielleicht das glitzernde Ding hier nimmt. Ja, ich bin jetzt gerade so ein bisschen sehr überfragt. Also ich habe gerade echt keine Idee mehr, was wir noch machen können. Wir waren hier drin. Wir haben versucht, den Schlüssel zu benutzen. Den Schlüssel sage ich schon. Ach, warte, nein! Nee, schon gut. Ich dachte, ich hätte noch irgendeinen Schlüssel im Inventar und hätte einfach mal verpennt, den gerade zu benutzen, wo ich ihn gebraucht hätte. Aber... Ach, übrigens, ich hätte mich hier gerade gar nicht umbringen müssen. Huey. Come on. Huey. Komm! Come on. Come on. Eine Idee. Huey. Alter! Come on. So, komm mit mir. Eine Idee habe ich noch. Hallo. Sit. Come on. Jetzt läuft der weg. Come on. Komm jetzt her, du blödes Schwein. Come on. Ey. Huey. Komm. Come on. Pflanz dich hin und halt's Maul. Jetzt sitzt der da nicht richtig drauf. Ich krieg die Krise. Huey. Komm her. Come on. Sit. So, schnell durch, schnell. Ich habe nämlich was verpennt, ich Idiot. Hier ist ein Sicherungskasten. Ja. So, die Falle ist ausgeschaltet. Jetzt kann gar nichts mehr passieren. Die Tür ist trotzdem zu. Jetzt ist die auf! Alter, ich bin so blöd, echt. Wir hätten schon längst weiter sein können. Gut. Immerhin haben wir es geschafft, dieses doch sehr schwierige Rätsel zu lösen. Der Frust mit dem Köter wird immer größer. Mir hat dieser Part wirklich spielerisch nicht sehr viel Spaß bereitet. Aber trotzdem sind wir... Und deswegen kann ich noch guten Gewissens diesen Part jetzt hier beenden. Ein Stückchen weitergekommen. Ja. Vielen Dank, dass ihr trotzdem hoffentlich dabei geblieben seid. Ja. Ich entlasse euch nun. Ihr habt's geschafft. Der sechste Part wird definitiv interessanter. I promise. Ja, Köter, halt die Schnauze. So, hehe, tschüss.